Die Kampfhandlungen in der Ukraine haben weiter zugenommen. Es werden landesweit schwere Kämpfe gemeldet. Russische Truppen sprengten in der zweitgrößten Stadt Charkiw eine Erdgasleitung. Außerdem jagten sie in der Nähe von Kiew ein Öllager in die Luft. Putins Truppen setzen ihren Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt fort. Doch gefallen ist die 2,9 Millionen Einwohner-Metropole bisher nicht. Deutschland liefert nun doch Waffen in die Ukraine. Kanzler Scholz hält auf einer Sondersitzung des Bundestages um 11 Uhr eine Regierungserklärung. Der Überblick an diesem Sonntagmorgen von Matthias Heinrich. Tausende Tonnen Treibstoff verbrennen. In Wasilkiw haben russische Truppen Tanks bombardiert. Die Ukraine bekommt deshalb auch Treibstoff aus dem Westen. Die Ukrainer wehren sich mit allem, was sie auftreiben können. Hier in Dnipro stehen die Leute Schlange, um anzupacken. Styropor wird zerkleinert als Grundlage für Molotow-Cocktails, damit das Benzin besser an den Zielen haften bleibt. At first, we were scared. Zuerst hatten wir alle Angst, wirklich Angst. Aber nun sind wir bereit zu kämpfen wie die Teufel. Russische Raketen schlagen wie hier in Kiew in Wohnhäuser ein. Doch noch ist Kiew nicht gefallen. Prominente appellieren an den Westen. I'm Vladimir Klitschko and I'm addressing the entire world. Ich bin Wladimir Klitschko und wende mich an die ganze Welt, um diesen Krieg zu stoppen, den Russland begonnen hat. Erst heute wurden Zivilisten mit Raketen erschossen. Zivilisten werden getötet. Und das passiert im Herzen Europas. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Handeln Sie, um russische Aggression mit allem, was Sie haben, zu stoppen. Und zwar jetzt. Am Boden hat die ukrainische Armee die Invasoren zunächst gestoppt, blockiert Zufahrtswege zur Hauptstadt. Russische Bomben haben auch ein Atommülllager getroffen. Radioaktivität soll freigesetzt worden sein. Denn Putins Angriffe gehen weiter. Doch der Widerstand ist stark und bremst die russische Armee immer wieder. Auch Russlands Ziel Nummer 1, der ukrainische Präsident, zeigt sich weiter kämpferisch und wehrt sich auf Instagram gegen Fake News. Ich bin immer noch hier. Keiner legt die Waffen nieder. Wir werden unser Land verteidigen. Unsere Waffe ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, das hier ist unser Land. Ein Angebot der Amerikaner, ihn auszufliegen, soll Selenskyj abgelehnt haben. Er brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Und damit schauen wir an diesem Sonntagmorgen direkt nach Kiew zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Ja, die ukrainische Hauptstadt, sie hält bisher stand. Wie hast du die vergangene Nacht erlebt? Also es war nicht anders für uns als für Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Kiewern. Wir haben Teile der Nacht hier im Luftschutzbunker unter unserem Hotel verbracht. Ansonsten hatte ich allerdings den Eindruck, dass es relativ ruhig war diese Nacht. Es war ja befürchtet worden, dass vor allem der Luftkrieg hier gegen Kiew ausgeweitet werden würde. Soweit wir das hier gesehen und gehört haben, war das nicht der Fall. Das heißt mit anderen Worten, dass die ukrainische Armee die russischen Truppen momentan zumindest fern der Hauptstadt halten kann. Es soll weiter Kämpfe geben. Wir haben ja auch von dem Öldepot gehört, das dort bombardiert wurde. Das liegt ungefähr 30, 35 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt. Aber noch einmal, an diesem Morgen, jetzt in diesen Stunden, hören wir keine Explosionen, sehen keine Lichtblitze am Himmel. Und das bedeutet halt, dass weiterhin keine russischen Soldaten hier in die Hauptstadt eingedrungen sind. Herr Steffen, du hast das eben gesagt. Du warst offenbar auch in der vergangenen Nacht ja in diesem Bunker. Und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, der hat ja eine Ausgangssperre von 17 bis 8 Uhr am morgigen Montag verhängt. Also in dieser Zeit, wer sie bricht, der wird als Unterstützer der Feinde angesehen. Hast du über diese drastische Maßnahme eigentlich mal mit den Ukrainern sprechen können? Also ich glaube, dass es da durchaus Verständnis gibt und wir müssen auch sagen, in den vergangenen Tagen war es so, dass die Menschen ja gar nicht auf den Straßen waren, keine Autos da unterwegs waren. Wir können gerne mal hier einen Blick hinter mich werfen an diesem Sonntagmorgen hier jetzt kurz nach 7 Uhr Ortszeit und es ist wieder einmal totenstill in der Stadt. Nachts viele Lichter, die ausgegangen sind, sodass große Teile der Stadt auch im Dunkeln lagen. Jetzt sind keine Menschen unterwegs, keine Autos, aber das ist gar nicht so viel anders als beispielsweise gestern um die Zeit. Das liegt auch daran, dass auch heute natürlich Geschäfte, Läden geschlossen sind, Supermärkte zu sind, die Kirchen
soweit wir das wissen, keine Gottesdienste abhalten werden. Also ich glaube, dass die Menschen durchaus Verständnis haben für diese drastische Maßnahme. Gleichwohl ist es natürlich auch so, dass die Menschen sich selber versorgen müssen. Das heißt, sie brauchen Lebensmittel, sie brauchen Wasser an einem bestimmten Punkt. Und das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die hier vor allem die Stadtverwaltung klären muss, inwiefern man es möglich macht, dass die Menschen zumindest das Nötigste einkaufen in den nächsten Tagen. Ja, was du uns ja auch geschildert hast aus der vergangenen Nacht, also russische Angriffe auf ein Öldepot, auf eine Gasleitung in Charkiw, also zeigt das auch, dass Wladimir Putin jetzt tatsächlich die kritische Infrastruktur angreifen lässt? Also es sieht ganz so aus, als würde er da versuchen, zum einen natürlich das ukrainische Militär zu schwächen, zum anderen allerdings auch die Bevölkerung zu terrorisieren. Wir hatten nicht nur die von dir gerade angesprochenen Angriffe, sondern gestern am frühen Morgen beispielsweise auch einen Angriff zum wiederholten Mal auf ein Heizkraftwerk im Norden der Stadt. Und das bedeutet ja, dass man da versucht, vor allem die Bevölkerung zu treffen. Also ich glaube, dass die Truppen von Wladimir Putin das zweigleisig versuchen, zum einen natürlich militärisch, zum anderen aber auch tatsächlich die Bevölkerung zu treffen. Und vielleicht das noch ganz kurz, die aktuellen Zahlen vom Verteidigungsministerium, bisher 198 Zivilisten in der Ukraine getötet, mehr als 1300 Menschen verletzt worden. Ja, Steffen, sehr interessant ist ja auch, dass Deutschland nun doch Waffen an die Ukraine liefert. Wochenlang hat der Kanzler das strikt ausgeschlossen. Jetzt also diese Kehrtwende, so muss man es formulieren. Wie wird denn das eigentlich in der Ukraine bewertet und gesehen? Also hier selbst jetzt in Kiew habe ich keine Reaktion darauf, keine offizielle gesehen. Es ist ja so, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland gesagt hat, das sei eine historische Entscheidung. Und tatsächlich ist es so, dass Waffen hier gebraucht werden. Dass Deutschland nun nach langem Hin und Her das liefert, das wird mit Sicherheit hier auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Und momentan ist es auch so, das sagen auch amerikanische Pentagon-Mitarbeiter, also des Verteidigungsministeriums, dass Waffenlieferungen momentan auf dem Landweg auch noch weiter funktionieren, dass Waffen in das Land geliefert werden über die westliche Grenze, also über Polen. Und dementsprechend ist jetzt nur die Frage, wie schnell dann auch die Bundeswehr tatsächlich ist, wie schnell die Stinger-Abwehrraketen und auch die Panzerabwehrwaffen geliefert werden können von Amerikanern und von 20 weiteren Ländern. Fließen Waffen, fließt Munition momentan hier ins Land.